Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode von Packers Squad. Gepackt packen wir es wie auch immer. Die Serie mit dem Unantastbaren, dem Fantastischen, dem Unglaublichen Hansus und mir. Hansus ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auf jeden Fall vorbei, bringt absolut klasse Videos. Ja, wer die Schlange oder was das noch nicht kennt, muss da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ebenfalls vorbeischauen könnt ihr bei RandyRun. Link ist in der Videobeschreibung, könnt ihr mich mit unterstützen. Sehr, sehr günstige Münzen momentan. Würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr da ja mal einkauft über meinen Link und mich damit unterstützt. Genauso einen Daumen hoch auf dieses Video, damit ihr mir und dem Hansus zeigt, dass ihr diese Serie weiterhin sehen wollt. Wenn wir 1000 schaffen, wäre das krass. 800 wäre geil. Also haut mal ordentlich rein, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir werden wieder drei Spieler suchen. Letzte Episode habe ich gewonnen. Das heißt, ja, Gott sei Dank darf ich hier jetzt drei Spieler suchen, beziehungsweise die ersten drei. Nach diesen werde ich dann Packs ziehen und naja, dann werde ich die dem Hansus sagen mit einer Formation und das gleiche wird der Hansus dann auch tun und es wird... Nein, das gibt's ja nicht. Wie geil, es werden drei Bronze-Spieler. Das ist ja ideal und dann noch Non-Rare. Das heißt 400 Coins-Packs. Ach, ist das schön. Ja, das würde ihn freuen. Das würde ihn richtig freuen. Hammer. Sehr schön, das ist ja fast schon ein Sieg für mich, jetzt, wenn er jetzt nicht auch Bronze-Spieler hat. Ach, ist das herrlich. So, Potter. Oh, geil, wir haben einen 56er Torwart und zwar Baum, der ist 1,84. Da wollen wir gleich mal merken, Baum, im Verein speichern. So, das Alltagstrikot nehmen wir mit, genauso wie den seltenen Vertrag. Oh, das freut mich jetzt irgendwie, das finde ich Hammer. So, gut, 400 Coins, das zweite. Mit Eden Hazard, skippen wir einfach mal, komm. Ne, der ist mir zu schnell. Hier, er ist doch toll für Hansus, oder? Er hat kein Dribbling, obwohl er hat noch weniger Dribbling. Aber er hat dafür Physics. Aber den schlechteren Schuss. Aber er ist Engländer, das heißt, er ist leider zu verlinken. Proddel von Elfsberg ist der nächste. Okay, Trikots nehmen wir natürlich mit. Sind ja auch nur vier. Fitnesskarte können wir auch mitnehmen. Vertrag auch. Rest diskarden wir. Ah, herrlich. Und dann kommen wir noch zu einem Pack mit David Alaba auf dem Cover, der ja jetzt gerade erst mit Stringtanger-Bildern mit Mitchell Weiser auf sich aufmerksam gemacht hat. Vielleicht macht er jetzt mit einem sehr schlechten Spieler auf sich aufmerksam. Ah, schade, Mittel ist nicht gut. Kamara? Hätte scheiß Arbeitsraten. Patinho ist natürlich langsam, aber der kann dafür ein bisschen schießen. Kamara. Wenn er zwei Bronzestürmer hat, ist er schon im Arsch. Das heißt, ich nehme Kamara. Ist doch herrlich. Ja gut, dann muss ich jetzt noch eine Formation. Das wird er niemals schaffen, auch volle Chemie zu kriegen. Beziehungsweise doch, aber wenn dann nur... Das ist so Hammer. Ja, jetzt natürlich die große Frage, Freunde. Welche Formation, ne? Eine mit zwei Stürmer muss es sein. Was nehmen wir denn? Nein, wir nehmen standardmäßig 4-4-2. Wir nehmen es 4-4-2. Oder das ist zu einfach, glaube ich, schon fast. Nehmen wir das 4-3-1-2. 4-3-1-2 ist ein Traum. Alles klar, gut. Dann sage ich dem Hansus mal, erzähl ihm mal von seinem Glück. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich mein Team gebaut habe. So, da sind wir wieder und der Hansus hat mir natürlich drei wunderbare Spieler gegeben, allerdings keinen, der so schlecht war wie die, die ich ihm gegeben habe. Trotzdem relativ schwierig, ein Team zu bauen und in der 3-4-3-Formation war das Ganze nicht möglich, No Links Wasted zu machen, beziehungsweise nicht, wie ich es möchte. Denn im Gegensatz zum Hansus bin ich ja nicht so fanatisch in der ganzen Geschichte, dass das Spiel, dass das Team dann gar nicht mehr spielbar ist, sondern ich achte schon noch darauf, dass ich irgendwie das Team noch spielen kann. Im Sturm haben wir den guten Orozco. Ich habe erst auch den Torwart gekauft aus Argentinien, ist aber leider der Stürmer von Santos Laguna, was heißt leider immerhin auf rechten Flügel, dementsprechend rennt Teria, ein Kolumbianer mit 86 Tempo, 73 Drilling und 4 Stars gilt, was sehr nice ist. Linker Flügel ist dann ein linker Mittelfeldspieler, ebenfalls aus der mexikanischen Liga und er ist Zarate und hat das Zarate entsprechende Tempo mit 88. Linkes Mittelfeld ist dann der erste Argentinier in diesem Team. Und zwar ist das der gute Piatti. Der zweite Spieler, der Hansus mir gegeben hat, ist der zentrale Mittelfeldspieler Valeri von den Portland Timbers. Der zentrale Mittelfeldspieler ist dann sein Kompagnon, und zwar Chara. Der rechte Mittelfeldspieler ist dann der beste Spieler im Team, und zwar Juan Cuadrado. Ja, das Team hat, ich glaube, drei Nationen und vier Ligen oder sowas. Also richtig, richtig krass auf jeden Fall. Der erste Innenverteidiger ist dann der letzte Spieler, den er mir gegeben hat, und zwar Alvarez Balanta, der Spieler von Boca Juniors, der ein relativ großes Talent ist mit seinem Alter noch.
Innenverteidigung zentral haben wir dann einen Silberspieler, einen ebenfalls, ebenfalls Kolumbianer. Und zwar ist, da wo ist er denn? Da ist er, Calderon. Leider Gottes gibt es nur Torhüter entweder aus der BPL, die kolumbianisch sind, und zwar aus Pina, und da gibt es keinen Kolumbianer drin, oder eben aus der Liga Postobon, deswegen muss sie das so nehmen. Der nächste Innenverteidiger ist dann Jamison Olave auf dieser Seite, der gibt dann die Chemie in die MLS rüber, und der Torwart ist dann nicht Silber, sondern Gold, und ist der letzte Kolumbianer, und zwar Vargas. Ja, also ihr seht, das ganze Team 1,85, er ist immerhin 1,86, 1,82, 1,81, vor allem die Defensive relativ klein, aber ansonsten, ich meine, gut, wir haben halt nur Kolumbien, Argentinien und Mexiko als Nation und haben 1, 2, 3, oh, wir haben sogar 5 Ligen, also ist auf dem Hybrid-Index ganz weit unten, vor allem, weil es auch nicht nur Links Wasted ist, wir haben hier einen Link zu viel und hier einen Link zu viel, aber immerhin nur 2 Links Wasted. Ich denke mal, an sich geht das Team schon ganz gut klar, ich hoffe, dass ich damit gegen den Hansus eine Chance haben werde, wir werden sehen, was er für ein Team gebaut hat, und dann sehen wir uns gleich im Matchscreen. So, da sind wir, der Hansus hat sein 70 geratetes Team beisammen, und zwar besteht es aus, einen Perfect Link zwischen den Stürmern, dann hat er eine Innenverteidigung, irgendein Belgier, auf jeden Fall Chimanga, Eboué, Cheju, Inan, Philippe Melo, irgendein Link-Mittelfeldspieler, ich glaube Akina ist der, und vorne drin halt sein Bronzespieler Nummer 2. Leider ein bisschen besser, als ich gedacht habe, aber vielleicht kriegen wir das trotzdem irgendwie hin. Ach nö. Dann schweißt er den da in den Winkel rein, total lächerlich, Alter. Naja, wir kennen es ja alle nicht anders. Aber trotzdem war das richtig dumm, dieses Gegentor, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich einen Abwurf hatte eigentlich. Und den ist dann, habe ich dann zu ihm geworfen, da ist der Ball ins Aus. Und aus dem Einwurf ist das Ganze jetzt hier gerade entstanden. Natürlich trotzdem lächerlich, weil sowas kann der nicht. Und Hansus beschwert sich über meine Schüsse, weißt du. Naja, aber egal. Ich komme mit Dreierketten sowieso nicht klar, ne? Aber es ist auch lächerlich, was seine Spieler hier schon wieder können alles. Das war zwar wieder gut gemacht an sich mit dem Stop nochmal, aber trotzdem, ganz ehrlich, das ist total lächerlich, weil die laufen einfach mit den perfekten Laufwegen. Meine Spieler kommen wieder nicht klar mit ihren Pässen. Ich meine, ich spiele wieder Dreierkette, wahrscheinlich liegt es daran. Aber allein, was seine beiden Bronzestürmer da die ganze Zeit für eine Ballkontrolle beweisen, das ist echt, ich nenne es ja Momentum. Weiß nicht, ob Hansus an sowas überhaupt glaubt, aber naja. Oh mein Gott, Alter, das kann doch nicht sein. Ich bin so schlecht. So schlecht. Das gibt es überhaupt nicht. Ich komme mit Dreierketten überhaupt nicht klar. Das ist richtig berstig. Richtig berstig. Ich hätte ihm wirklich den St. Pauli-Spieler da geben sollen. Dann hätte er zumindest mal das Problem gehabt, dass er... Ich weiß übrigens gar nicht, warum er mir überhaupt eine Formation gegeben hat. Mit einem zentralen Mittelfeldspieler, wenn er mir einen Zehner gibt als Spieler. Ich weiß gar nicht, ob das... Okay, regelkonform wird sein, aber trotzdem komisch an sich. Und Renteria will übrigens keine Forster-Skills machen, habe ich schon mitbekommen, deswegen versuche ich es gar nicht erst wieder. Oh, und dann kann er den Ball nicht annehmen. Meine Güte nochmal, es ist echt schwer gegen diesen Jungen zu spielen, das ist ekelhaft. Ich habe jetzt vergessen, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall eine Liga halt, also einen Spieler aus einer Liga geben sollen, wo es keine Goldspieler gibt, weil in der belgischen Liga gibt es halt Pace, das ist okay, Torwart, ja gut. Aber dann der Schwede, dass er einen Perfect Link hat, hätte ich mir denken können, dass er den benutzt, war klar. Und dann, halt nicht unbedingt den aus der türkischen Liga, wisst ihr, weil das war halt verhältnismäßig blöd zu glauben, dass da er nichts mehr irgendwie mit Goldspieler machen kann, wird, soll, hat, gebinst hat und so weiter und so fort. Naja, was willst du tun? Ja, dass sowas Freistoß gibt, ne? Ich komme überhaupt nicht durch seine Defensive durch. Es ist wie jedes Mal eigentlich in diesen scheiß Random Squads, weil er mir immer die scheiß Dreierketten gibt. Ich weiß nicht, warum ich ihm nicht einfach die Formation gebe, die scheiße sind, weißt du? Nein, ich mache es immer lieb. Ich bin immer mit den Viererketten und so weiter und so fort. Warum mache ich so eine Scheiße überhaupt, weißt du? Ah, es ist ekelhaft. Ich gebe immer die Formationen, die vernünftig sind. Er hat 8 Schüsse, ich habe keinen! Weil mein Team nicht klarkommt. Ich werde jetzt Wechsel vornehmen, anders geht es überhaupt nicht. Ich nehme diesen Orozco hier raus und stelle Quadrado dafür, den Sturm. Anders gibt es keine andere Möglichkeit einfach. Es ist ekelhaft. Guck mal, wie schlecht dieser Orozco ist. Warum steht er überhaupt noch im Sturm, ey? Seine Bronzestürmer sind besser als mein Silberstürmer. Oh mein Gott, Alter, der nimmt mich hier mit einem schwedischen Bronzestürmer hoch, Alter. Na, Valeri ist natürlich jetzt auch nicht so schnell, aber Renteria ist zumindest ein bisschen schneller. Aber kommt wahrscheinlich auch nicht gegen Chedjuan. Doch, kommt er mal. Jetzt in 16, aber der Schuss einfach. Abgewehrt. Aber immerhin mal ein Schuss, auch wenn er nicht aufs Tor ging oder irgendwie gefährlich wurde. Vielleicht ja die Ecke, aber die sind nicht. Die stellen sich natürlich auch super hin, ne? Musst du sagen. Kann man auf jeden Fall so machen. Immer noch. Wunderbar. Also die Ecke wird bestimmt erfolgreich werden. Schade. Schade.
Das Problem ist, dass er mit individueller Klasse spielen kann und damit auch auftrumpfen kann, was ich natürlich nicht kann, weil meine Spieler diese individuelle Klasse gar nicht haben, wie ein Melo oder ein Inan. Ja, mein bester Spieler ist mit Abstand Quadrado und der ist bisher noch nicht ein einziges Mal gesehen worden. Ich hau ihn jetzt einmal Ball nach vorne. Kommt wahrscheinlich eh nicht ran, wobei, naja, doch, kommt da ran. Irgendwie. Die Frage ist jetzt nur, was mache ich damit? Nix. Das war schon wieder ein richtig dummer Scoop-Turn. Aber es steht ja auch niemand in der Mitte. Zumindest kein großer. Was soll ich denn mit Renteria in der Mitte? Oder wer auch immer das war, Chara. Ah, jawohl! Ja, Valeri! Da habe ich gleich im Flug gesehen, dass der reingehen würde. Hammer! Oh, der Ausgleich. Er hat in der zweiten Halbzeit erst jetzt eine Chance gehabt, diesen Angriff mit Melo da gerade. Und jetzt habe ich einfach mal Glück gehabt, dass Quadrado den Freistoß bekommt. Der hat in der ersten Halbzeit auch so einen Freistoß für nix bekommen und den habe ich jetzt auch bekommen. Und ich weiß gar nicht, ob der überhaupt präzise geschossen war oder ob sein Keeper einfach keinen Bock hatte durch den Kopf durch. Na, ja doch, wenn er hinspringt, hat er den wahrscheinlich. Aber deswegen hat er einen schlechten Keeper. Oh nein, das ist so ein Scheiß, Alter. Ganz ehrlich. Da könnte ich kotzen, ey. Ganz ehrlich, wie kann man denn so ein Scheiß Glück haben? Ganz... Mann, er macht diesen hässlichen, dreckigen, verkackten Wackler. Der Ball prallt ab und sein Spieler rennt genau in die Lücke, wo mein Spieler dann rausrennt. So komplett sinnlos. Meine Fresse nochmal. Jedes Mal wieder. Ich könnte so kotzen, wenn ich mit dieser Verteidigung in diesem Spiel... Guck, wie langsam Renteria ist. Du hast 86 Pace, du Nutte, Alter. Meine Fresse nochmal, nutzt es aus. Er fühlt sich an wie 20 Tempo, Alter. Das kann doch nicht sein. Oh mein Gott, wie kann man so schlecht sein, Alter. Jetzt hat er sich einen Ball erobert. Und guck mal, wie langsam der ist, Alter. Nicht schnell genug. Komm, bitte. Los, irgendwer, bitte. Bitte. Der war... Jawohl. Oh, Gott sei Dank macht er den noch rein, ey. Gott sei Dank ist er einmal wenigstens schnell. Er hat einmal Tempo bewiesen, ey. Meine Güte nochmal. Das war jetzt aber auch angebracht, ey. So, Spiel endet auch direkt danach. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das reinschneide, wie ich mich vorhin... Oh, ich habe mich so aufgeregt nach dem 2:1 von Mansus. Es ist ja nicht so, dass er ein schlechter Spieler ist. Klar, er ist ein richtig guter Spieler. Ist wahrscheinlich auch besser als ich. Aber es ist trotzdem jedes Mal das Gleiche. Ich meine, er wackelt da sich lang und plötzlich spielt der Spieler genau in die Lücke, weil mein Verteidiger da rausrennt und der Stürmer, der gerade noch den Fehler gemacht hat, der Bronzestürmer, der gar nichts kann eigentlich, noch weiter geradeaus rennt. Also das ist echt teilweise relativ komisch. Ich habe im Endeffekt jetzt glücklich noch irgendwie den Punkt geholt, beziehungsweise unentschieden. Das heißt, nächste Episode gibt es für beide 4 Packs. Wenn wir uns nochmal angucken, ob... Wow, so viele... Wow. Hier, da will ich mir mal angucken, ob der Ball hinter der Linie war, weil es sah für mich so aus. Nee, war er nicht. Okay. Naja, aber hier das Tor. Da sieht man es hier, der Wackler. Zack. Und zack. Hier, da. Das ist so schlechtes Stellungsspiel. So schlecht gemacht, dass der Mittelfeldspieler da nicht mitgeht, ne? Ich meine, hier, da stehen zwei bei ihnen dann quasi, ne? Beide könnten mitgehen. Und der eine läuft nach hinten, macht ihm den Weg frei. Olave rennt dann nach vorne, weil er drauf geht. Und zack, ist die Lücke da hinten offen. Das ist einfach so bescheuert, aber das ist halt dieses Spiel. Naja, was willst du machen? Gut, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder dann mit besserer Stimmung und ich spiele dann zu Hause. Ich spiele nicht mehr auswärts gegen ihn. Bis dann, haut rein und ciao.